Machen wir doch das nächste Fass auf und sprechen über die letzte Kategorie in der Trickkiste, die Generalisierung, auf Lateinisch manchmal auch als Dicto Simpliciter genannt. Ständig jene Dinge zu vereinfachen, die in unserer Welt zunehmend immer komplizierter werden, ist einer der populärsten Fehlgriffe der modernen Ära. Fangen wir mit der am meisten verbreiteten Technik an, der Gesamtverhaftung. Wie ich ihn doch liebe, diesen unsinnigen Satz, alle Banker sind Verbrecher. Hier basiert die Gesamtverhaftung auf der Unkenntnis und der Ignoranz des Kritikers. Ignoranz darüber, welche Berufsbilder eigentlich der Begriff Banker abdeckt. Denn wenn man heute von sogenannten Bankstern spricht, so meint man damit ruchlose Spekulanten, die im Schutz ihrer großen Bankhäuser und diverser privater Finanzagenturen ganze Wirtschaftsstrukturen durch Zocken zum Kollaps bringen und anschließend mit Steuergeldern herausgepaukt werden müssen, weil sie angeblich systemisch relevant sind. Die eigentliche Bezeichnung lautet hierbei Investmentbanker oder auch mal Hedgefondsmanager etc. Das hat nichts mit der Dame zu tun, die am Schalter einer Bank steht und seit Jahren den Kunden mit ihren Überweisungen hilft und mit den Raten ihres Immobilienkredits. Und doch passiert es seit Jahren jeden Tag, dass Leute in die Bank an der Ecke stürmen, irgendwas brauchen, aber gleichzeitig dort all ihren Hass auf die Angestellten ablassen. Und ich kann verstehen, dass es sehr frustriert zu wissen, dass man niemals auch nur in die Nähe eines echten Börsianers kommen wird, da niemand so genau weiß, wo diese Leute arbeiten und durch welche Tiefgaragenauffahrt sie in ihrem Porsche oder BMW die Privatbank verlassen. Aber es ist keine feine Art, diesen Frust an der Person auszulassen, die vermutlich noch weniger Geld verdient als der etwas unreflektierte Wutbürger. Hierzu kann ich eine kleine Gedankenstütze anbieten, die hier gegen die Verwirrung hilft. Eine Person, die sich damit ernähren muss, hinter einem Schalter zu stehen und dich zu bedienen, ist kein Bankster. Davon kann man wirklich ausgehen. Die Heuschrecken stehen nicht hinter dem Schalter und warten auf dich. Die Heuschrecken haben eine Yacht. In den letzten Jahren haben wir eine ganz abwegige Variante der Gesamtverhaftung erlebt. Ich spreche von dem Lügenpressebegriff, der sich in den Reihen der Pegida großer Beliebtheit erfreut. Das ist natürlich wirrer Unsinn. Obwohl es in der Tat stimmt, dass die Medienlandschaft ein geistiges und informatives Schlachtfeld ist, voller ideologischer Tretminen. In der Tat muss da jeder seinen Geist schärfen, um durch dieses Minenfeld hindurchzukommen. Es hat ja auch niemand versprochen, dass es langweilig oder einfach wird, wenn man sonntags beim Morgenkaffee die Zeitung aufschlägt. Und sorry, wenn da der Blutdruck nach oben geht, da geht es mir nicht anders als euch. Doch das ändert nichts daran, dass es in diesem Land Scharen an hervorragenden Journalisten gibt, die exzellente Arbeit machen und ohne die eine moderne Gesellschaft eigentlich nicht denkbar ist, außer man hat einen perversen Spaß daran, in Realzeit zu beobachten, wie die eigene politische Klasse zunehmend in die Korruption abdriftet. Ein weiteres Beispiel für Gesamtverhaftungen ist der bekannte Street-Art-Tag ACAB. ACAB. Dieses Kürzel steht für All Cops Are Bastards. Hier wird also eine Gesamtverhaftung der Polizei vorgenommen. Eine solche Gesamtverhaftung ist natürlich extrem unfair, obwohl ich der Meinung bin, dass man eine gesunde Zivilisation darin erkennt, dass sie mit einem Falkenauge genauestens beobachtet, wie sich jene Leute verhalten und benehmen, denen wir Uniformen, Schusswaffen und Vollmachten ausgehändigt haben. Alles klar? Und natürlich gibt es immer etwas an der Polizei zu kritisieren, und mir sind aus nächster Umgebung einige wirklich abscheulichen Fälle bekannt, die im Konflikt mit der Menschenwürde stehen. Und ich rede da nicht von meinen Reisen nach Kosovo oder nach Indonesien oder nach Indien, ich rede von Polizeiaktionen in Deutschland. Aber eine Gesamtverhaftung aller Polizistinnen und Polizisten ist dabei absolut nicht hilfreich und gänzlich falsch. Und dann gibt es da im Alltag die trivialste Verallgemeinerung von allen. Ich spreche von dem üblichen Gejammer über die da oben. Man kennt es ja. Die da oben machen sowieso, was sie wollen und ähnliches. Die da oben meint die Gesamtheit aller Politiker und die Gesamtheit aller Reichen und Industriellen, die angebliche Machtelite. Nun habe ich in meinem Leben zu viele sehr sympathische Reiche gekannt und sogar Politiker getroffen, die keine Gauner waren. Das Geplapper über die da oben ist einfach ein starkes Symptom für Denkfaulheit. Natürlich macht das weder Politiker noch die Betuchten zu Engeln. Unsere Lebenszeit reicht nicht aus, um alle Kritikpunkte anzubringen, die es da gibt. Doch dabei ständig nur mit dem geistigen Mähdrescher durchzugehen, diskreditiert nur den Kritiker, nicht den Kritisierten. Wer Politiker oder ruchlose Reiche überführen möchte,
muss dabei im Gegenteil extrem präzise und mit sehr guter Quellenlage ausgestattet sein. Denn sonst trägt man nur zu dem üblichen White Noise der sozialen Medien bei und haben wir von dem Hintergrundrauschen nicht schon genug. Und in diesem Sinne vielleicht die dümmlichste Variante der Gesamtverhaftung, die mir zu Ohren gekommen sind. Ich spreche von einem häufig wiederholten Satz: Na, die Ärzte, die wissen ja auch nichts. Artverwandt mit der Gesamtverhaftung ist etwas, das ich als die Nuancenbefreiung bezeichne. Das ist letztendlich auch eine Art von falscher Äquivalenz, doch ist die Methode hier eine andere. Bei der falschen Äquivalenz neigt man dazu, absichtlich zwei Dinge miteinander zu verbinden, die eindeutig nicht verbindbar sind. Zum Beispiel der kleingeistige Nachbar, den ich als Hitler bezeichne, weil er am Sonntag den Rasen mäht. Nachbar, Hitler. Problematischer Vergleich. Doch bei der Nuancenbefreiung geht es mehr um die heute verstärkte Tendenz, nicht mehr zwischen der Schwere einzelner Begriffe und Themen zu unterscheiden und somit eine befremdliche Grauzone vieler Begriffe zu erschaffen. Das ist manchmal auch der Nachteil einer ansonsten so wichtigen Debatte wie der MeToo-Bewegung. So wird auch deutlich spürbar, dass manche Leute nicht wirklich zwischen so unterschiedlichen Vorgängen wie einen Hintern anstarren und eine Frau physisch zu begrapschen differenzieren. Beide Vorgänge sind nicht gerade lobenswert, doch tun wir uns wirklich einen Gefallen, indem wir hierbei nicht mehr unterscheiden? Und das kam in letzter Zeit oft vor. Da wird der Eindruck erweckt, als sei kein großer Unterschied zwischen einer Frau, die beklagt, dass ihr in der Disco jemand für eine halbe Sekunde in den Schritt gefasst hat, und einer Frau, die in einer Tiefgarage überfallen und vergewaltigt wurde. Das eine findet man zum Kotzen, das andere ist eine grässliche Straftat. Für mich fühlt es sich immer so an, als ob da ein schlimmes Verbrechen stark bagatellisiert wird, wenn man es auf dieselbe Stufe mit etwas stellt, das eindeutig weniger schlimm ist. Wir müssen bei solchen Dingen versuchen, präziser zu sein. Doch präzise im Twitter zu sein, ist manchmal etwas schwierig. Ein gravierendes Beispiel wäre der Fall des amerikanischen Komikers Louis C.K. Sein Sturz in Ungnade fand in dem Wirbelwind der Harvey Weinstein-Affäre statt. Es besteht kein Zweifel daran, dass Harvey Weinstein ein Monster ist und ein Verbrecher, der seine Macht für eine Menge ekliger Dinge missbraucht hatte. Übertroffen wird er dabei vermutlich nur noch durch Bill Cosby. Doch Louis C.K. ist nicht aus diesem Holz geschnitzt. Seine Neigung oder sein lange Zeit heimlich gepflegtes Laster bestand oder besteht in dem Zwang, seinen Penis vor Frauen zu entblößen und entsprechend zu masturbieren. Er ist also ein recht selektiver Exhibitionist. Und ja, anstelle dies nachts auf irgendwelchen Busbahnhöfen zu treiben, bis man von der Polizei verhaftet wird, ließ sich Louis C.K. dazu verleiten, seine wachsende Macht, die er als ein Superstar besaß, für diese Neigung zu missbrauchen. Zumindest in dem Sinne, dass er manchmal weibliche Angestellte in sein Büro kommen ließ und dann irgendeine peinliche Show abzog. Hierbei hat er jedoch nie eine Frau angefasst oder physisch bedroht oder belästigt. Und wenn die betreffende Frau ihren Unmut äußerte, hatte er das akzeptiert, ohne in irgendeiner Form rachsüchtig zu sein. Nun, ich will das nicht schönreden, denn das ist eindeutig keine Atmosphäre für einen Arbeitsalltag in einer Firma. Keine Frau sollte sich mit so etwas abgeben müssen. Natürlich hat sich Louis C.K. wie ein schmieriger Idiot benommen. Ich rede nicht davon, dass man ihm alles nachsehen müsste. Doch in der Wahrnehmung der sozialen Medien wird Louis C.K. jetzt oft mit allerlei Monstern in einen Topf geworfen, eben mit Leuten wie Harvey Weinstein und Bill Cosby, die wiederholt und physisch Frauen betäubt, erpresst, überwältigt und vergewaltigt haben. Da findet also eine recht widerliche Nuancenbefreiung statt, die dann letztendlich auf Kosten aller anderen geht, denn Louis C.K. ist ein talentierter Künstler, der ansonsten viel zu sagen hat. Und vor allem ist er ein Künstler, der nicht davor zurückscheuen würde, seine eigenen Übeltaten und seine eigenen Fehler zu thematisieren und letztendlich auf einer Bühne zu präsentieren und damit zu einer größeren Bewusstwerdung innerhalb der Gesellschaft beitragen, dass es solche Probleme gibt. Es wäre also absolut legitim, wenn die Gesellschaft ihn übers Handgelenk schlägt und sagt, sowas geht nicht. Das wird aber nicht passieren, solange er eine öffentliche Wahrnehmung erfährt, die ihn auf dieselbe Stufe mit Vergewaltigern stellt. Das führt nur dazu, dass er komplett auf Tauchstation geht und aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwindet. Und das verstärkt wiederum die öffentliche Meinung. Oh, er versteckt sich vor uns, genauso wie Bill Cosby und Harvey Weinstein sich vor uns verstecken. Da muss er aus demselben Holz geschnitzt sein. Wir müssen mit unseren Vorwürfen präzise sein und nicht immer nur das schnelle Totschlagargument parat haben. Und damit kommen wir zu der sogenannten Nirvana Fallacy, zu Deutsch dem Nirvana-Trugschluss.
Das ist eine Bezeichnung, die in 1969 der Ökonom Harold Diesitz geprägt hat. Hierbei argumentiert die Gegenseite mit einem idealisierten Bild, das vorerst für niemanden erreichbar ist. Doch innerhalb der Diskussion wird damit ein Einwand oder Vorschlag lächerlich gemacht oder abgewertet. Beispiel: Eine Streetworkerin geht in das Prostitutionsviertel und arbeitet dort zum Beispiel als Ausstiegshelferin oder als Beraterin in Not. Sie verteilt vermutlich Kondome und Handzettel mit entsprechenden Nothilfetelefonnummern. In einem typischen Online-Diskurs rund um dieses Milieu würde jemand früher oder später mit dem Argument kommen: Ja, aber was soll das ganze Getue? Es wird immer Prostitution geben, ob die Streetworkerin ihr Ding macht oder nicht. Ich habe dieses Argument oft vernommen. Das ist ein Nirvana-Trugschluss, denn die besagte Streetworkerin hat nicht vor, eigenhändig die globale Prostitution abzuschaffen. Es ist nur der Gesprächsgegner, der hier eine stark idealisierte Welt postuliert, in der es keine Prostitution gibt, eine Welt, an die er übrigens selbst gar nicht glaubt, und diese Welt stellt er als ein naives, unerreichbares Ergebnis dar. Damit wird das Gegenüber diskreditiert als so eine Art Don Quixote, als eine Art weltfremde Träumerin, die ohnehin keine Chance hat, also sollten wir unsere Energie besser für nützlichere Dinge verwenden. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Die besagte Streetworkerin operiert lediglich im Rahmen ihrer legalen und geografischen Grenzen und hilft vor Ort. Wenn sie am Ende eines Jahres in ihren Bericht schreiben kann, dass sie 25 Menschen aus ihrer Not geholfen hatte, dann ist genau das ihr Ziel gewesen und nicht Utopia. Stark vereinfacht ist es dieser fatalistische Gedanke, der da lautet: Du kannst doch eh nichts tun, meinst du, deine Petition wird etwas erreichen? Und so weiter. Der Nirvana-Trugschluss wird oft verwendet, wenn über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen wird. Da heißt es zum Beispiel immer von den Gegnern des BGE, es wird immer Leute geben, die sich hinterhältig bedienen und so nur den Staat aussaugen. Mit dem BGE werden sie erst recht dazu motiviert sein. Das trötet dann auch schon mal ein Kardinal Marx von den Dächern. Und das ist argumentativer Unsinn, denn es ist nie das Ziel des BGE gewesen, die Welt von dem Übel und dem Bösen zu befreien, sondern eben nur für jene Leute das produktive Spielfeld zu eröffnen, die eben keine Sozialschmarotzer sind. Anders gesagt, die Existenz von Sozialschmarotzern ist kein Argument gegen das BGE. Warum? Weil es schon immer Leute gab, die beim Bruttosozialprodukt nie mitgemacht haben. Die Bilanz der Gesellschaft hat problemlos solche Leute überstanden. Das liegt vielleicht daran, dass die Kosten des Sozialstaats relativ gering sind verglichen mit dem Geld, das die betuchten Reichen nach Panama City weggeschafft haben, oder dem Geld, das man plötzlich zur Hand hat, um systemrelevante Institutionen herauszubälen. Die folgende Äußerung meine ich sehr augenzwinkernd und hyperbolisch. Also bitte nicht gleich explodieren. Humor muss auch mal etwas frech sein. Es gibt zwei Arten von Leuten, die nie ordentlich arbeiten werden. Künstler und Alkoholiker. Und hierbei spielt es keine Rolle, ob das vorherrschende Spiel Hartz IV lautet oder BGE. Also sollte man sich damit langsam mal abfinden. Der Nirvana-Trugschluss ist ein besonders dummes Gegenargument, taucht aber immer wieder auf. In gewisser Weise ist es auch eine Art Strohmann-Argument. In der Tat gibt es schmutzige Diskussionstricks, die so hanebüchen sind, dass sie mehr als nur eine Trugschlussart abdecken und auf zwei Kategorien gleichzeitig einzahlen. Einen weiteren Trugschluss bezeichne ich als den monokausalen Reduktionismus. Ich weiß nicht, ob das nun eine offizielle Bezeichnung ist. Ich tue mal so, als ob, aber vermutlich habe ich mir diesen Begriff ausgedacht. Ein monokausaler Reduktionismus ist heute extrem aktuell. Es ist die Missachtung multikausaler Zusammenhänge. Ein Teil von uns möchte immer eine klare Ursache haben. Dann erscheint die Welt erklärbar. Dann hat man das Gefühl, endlich zu verstehen, was da um uns herum los ist. Doch zugleich arbeiten wir alle wahnsinnig emsig dafür, dass die Welt immer komplexer wird und die Erwartung einer Monokausalität ist heute einfach zu naiv und eher ein Ausdruck von Ignoranz. Da ist man ganz schnell auf dem dünnen Eis der Irrtümer. Und wir sehen das gar nicht so selten, um wieder auf das Thema der Flüchtlinge zu kommen, da es so stark im gegenwärtigen Zeitgeist eine Rolle spielt. Da liest man in Social-Media-Kommentaren unentwegt, dass die Flüchtlinge alle deswegen kommen, weil sie sich wirtschaftliche Vorteile erschleichen wollen. Manche benutzen lieber human anmutende Euphemismen und sagen lieber, weil sie es besser haben wollen, was zwar legitim ist, aber wir können das halt nicht alles stemmen. Die Hartgesottenen sagen dann gleich heraus, die wollen uns die Arbeitsplätze stehlen. Und das ist sicher alles ein bisschen richtig, genauso wie es ein bisschen falsch ist. Doch die Realität sieht tausendfach komplexer aus. Wenn jemand zum Beispiel aus Guinea, Liberia oder Sierra Leone kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass
in seiner Welt die meisten Leute vom Fischfang leben oder gelebt haben. Nun fahren diesen Leuten jenseits der internationalen Hoheitsgewässergrenzen seit Jahrzehnten, ich wiederhole, seit Jahrzehnten, riesige Industrietrawler vor der Nase hin und her. Und das ist ein Bild, das dort für ganze Generationen zum Alltag gehört. Und dagegen können die nichts tun. Das sind riesige Schiffe, die Supernetze hinter sich ziehen, die teilweise 10, 15 Kilometer lang sind. Bereits an Bord wird der Fischfang industriell verarbeitet. Der Beifang ist bei dieser grobschlächtigen Fangmethode ein Albtraum. Da landen täglich Zehntausende tote Tiere zurück im Meer, weil sie mit ins Netz geraten sind. Seltene Schildkröten, Delfine, Seehunde. Von all den Abscheulichkeiten, die wir Menschen auf diesem Planeten begehen, ist die industrielle Fischerei eine der furchtbarsten. Es gibt ein komplexes Distributionssystem, das diese Tiere nach Europa schafft, wo sie in Kürze innerhalb weniger Tage oder gar Stunden in unseren Restaurants verbraten werden oder in den Handel kommen. Da kommen also eine Menge Leute durch die Sahara auf uns zu, denen wir über Jahrzehnte in unseren Gaststätten die Lebensgrundlage weggefressen haben. Wenn da also am 27. April 2016 in der ARD Thilo Sarrazin wortwörtlich sagt, wir sind nicht deshalb reich, weil wir den Afrikanern etwas weggenommen haben, so ist es blödsinniges Gewäsch eines Mannes, dessen gefährliches Halbwissen inzwischen berüchtigt ist. Natürlich kann man die wirtschaftlichen Schluchten zwischen der sogenannten ersten und dritten Welt nicht nur auf die Ausbeutung reduzieren, aber ob wir nun über Erdöl, über Koltan, über Karbonatiten, über Diamanten sprechen, so hängen da eine Menge weißer Abscheulichkeiten mit dran. Und wir machen es uns sehr einfach, wenn wir ständig argumentieren, dass das eigentlich die Schuld der ewigen afrikanischen Diktatoren und Tyrannen ist, dass unsere großzügigen Honorare und Entgelte nicht bei den halbnackten Kinderarbeitern in den Minen ankommen. Das sind keine Argumente, die von ihren Urhebern allzu tief durchdacht wurden. Aber der Applaus ist natürlich immens. Da hat man ganz schnell 100 Likes unter seinem absurden rassistischen Posting. Ich habe ja nichts gegen die Schwarzen, aber langsam könnten die sich mal zusammenreißen, anstelle immer nur auf unsere Hilfe zu hoffen. Aber nehmen wir ein anderes Beispiel für monokausalen Reduktionismus. Wenn nun die Kriegsflüchtlinge aus Syrien ankommen, dann wird sofort die eine überbordende Monokausalität aufgeboten. Schuld ist Assad. Die Flüchtlinge kommen, weil sie vor Assad fliehen. Oder, wenn man doch noch etwas nuancierter klingen möchte, sie fliehen vor einer prekären Situation, an der allein Assad schuld ist. Dass diese Leute zum Beispiel vor Dschihadisten fliehen, die teilweise deutsche Waffen der Marke Heckler & Koch in ihren Fotos über ihren Köpfen schwingen, ist da schon ein Gedankengang zu weit entfernt. Dass da so viele Syrer vor unserer Haustür stehen, hat also auch etwas mit uns zu tun, ob uns das nun gefällt oder nicht. Wir haben dazu beigetragen. Und natürlich können wir sagen, ja, was habe ich denn damit zu tun? Ich habe doch nichts mit Heckler & Koch zu tun. Ja, aber der Flüchtling hat auch nichts mit Heckler & Koch zu tun. Wie kommt er denn dazu, dass sein Haus entweder eine Ruine ist oder gerade von einem perversen Islamist bewohnt wird, samt seiner jesidischen Sexsklavin? Und übrigens, nur am Rande, ich denke mir das hier nicht aus oder beziehe das aus der ultralinken Presse. Diese Information, also die Proliferation des Nahen Ostens mit deutschen Waffen, stammt aus dem Bundeswehrjournal. Tja, ich lese auch sowas. In der Ausgabe vom 12. Dezember 2015, gerne nachschlagen, schreibt der Journalist Christian Dewitz einen ganzen Artikel nur darüber, wie es möglich sein kann, dass die Dschihadisten und Salafisten in Syrien und im Nahen Osten an solche Mengen an deutschen Waffen kommen. Und es sieht nicht gut aus. Und auch das hat nichts damit zu tun, wie ich über Migration im Allgemeinen denke, wie ich über die gegenwärtige Flüchtlingskrise denke. Das ist ein eigenes Thema mit vielen Facetten. Hier geht es um den Trugschluss, eine Gesamtverhaftung der Flüchtlinge vorzunehmen und zu sagen, sorry, euer Schicksal geht uns nichts an, das betrifft uns nicht. Das mag man noch nicht so von Politikern hören, von einzelnen Vorstößen der AfD mal abgesehen, doch in den sozialen Medien brodelt es genau in diese Richtung. Wir sind Mitglied der NATO. Die NATO bombardiert seit 5 Jahren Syrien in eine Apokalypse hinein. Barack Obama hat einen Status quo erreicht, wo die Militärindustrie gesagt hat, sorry, wir haben Lieferengpässe. Wir müssen aussetzen, weil wir die Sprengsätze nachproduzieren müssen. Den Amerikanern sind in Syrien nach rund 5000 Drohnen- und Bombereinsätzen die Bomben ausgegangen. Und das war lange vor Donald Trump. Und damit haben wir nichts zu tun? Was wir aber super hinkriegen, ist zu polarisieren. Oh, dir gefällt das nicht? Ja, da musst du wohl ein Assad-Versteher sein. Übrigens, die OPCW-Inspektoren haben bereits im April in Douma ihre Proben entnommen.
so wegen dem berühmten Chemieangriff. Könnte man endlich die Ergebnisse veröffentlichen? Und wir müssen auch bedenken, dass wir langsam aber sicher auf ein Zeitalter zusteuern, in dem die meisten Flüchtlinge aus einem ganz anderen Grund unterwegs sind. Auf der Flucht vor einem Phänomen, das bei ihnen deutlich stärker ausgeprägt ist als bei uns, dem Klimawandel. Und das ist nicht etwas, das sie verschuldet haben. Diese Kulturen hatten nie die Gelegenheit, einen Fuhrpark und eine Industrie aufzubauen, die auch nur ansatzweise zur Erwärmung der Atmosphäre beiträgt. Das ist etwas, das haben wir ihnen angetan. Und wir können sie entweder als Flüchtlinge aufnehmen, was früher oder später an seine Grenzen der Machbarkeit stößt, oder wir fangen endlich an, wirklich die Fluchtursachen anzupacken. Und zwar nicht nur als ein Lippenbekenntnis im Bundestag oder bei Anne Will, sondern mit visionären sozioökonomischen Maßnahmen. Der monokausale Reduktionismus muss nicht immer automatisch falsch sein, denn die eine Kausalität, die da genannt wird, spielt sicherlich eine Rolle. Ja, es gibt immer Menschen in wirtschaftlich schlechter aufgestellten Ländern, die in die reichen Länder gelangen möchten, um es besser zu haben. Das hat es schon immer gegeben, das ist keine Neuigkeit. Die sexsüchtige Taschendiebbande, die vor 3 Jahren den berühmten Silvester auf der Domplatte in Köln geschockt hatte, bestand nicht aus Flüchtlingen, die zwar gerade Bombardierungen ihrer Häuser erlebt haben und nun wie durch den Schlag eines Zauberstabs zu vitalen Pussygrabbern geworden sind, die nebenher ein paar Brieftaschen einsammeln. Nein, das waren Leute, die bereits vor Jahren ins Land gekommen sind. Es ist falsch, wenn man Einwanderer alle als Vergewaltiger darstellt. Und erneut, an dieser Stelle geht es nicht darum, ob nun Flüchtlinge ein Problem sein können oder nicht. Natürlich stehen wir vor der kulturellen Herausforderung, uns nun mit einzelnen Gruppen auseinanderzusetzen, die ein archaisches, bigottes Weltbild haben, das sie von ihren Vätern geerbt haben. Doch genauso steigen da Leute aus den Booten und Bussen, die Ingenieure oder Landwirte sind. Gesamtverhaftungen bringen uns einer ethischen, aber auch wirksamen Handhabung der Situation nicht näher. Sie tragen nur dazu bei, dass ein Gefühl von wir und die dort verstärkt wird auf beiden Seiten. Was ich in diesem Video geschildert habe, ist keine tiefe Philosophie. Das ist alles Zeug für den ersten Jahrgang. Ich persönlich bin der Meinung, dass exakt diese Punkte und darunter insbesondere cum hoc ergo propter hoc in jeder Grundschule unterrichtet werden sollten. Vielleicht in der 3. oder 4. Klasse. In einer modernen, aufgeklärten Gesellschaft sollte so gut wie jedes Kind die Grundausbildung verlassen und diese 21 Punkte aus dem FF beherrschen. Es ist in keinster Weise schwerer als Algebra oder die Grammatik der eigenen Muttersprache. Es ist Logik. Ich rede hier nicht von interstellaren Reisen oder einem Jungbrunnen, der das Altern verhindert. Ich rede von einem extrem überschaubaren Curriculum. Man stelle sich nur vor, welch eine epochale neue Generation da die sozial-ökonomische Arena betreten würde, wenn diese jungen Menschen ins Leben treten würden und man könnte ihnen einfach nicht diesen Geistesmüll unterjubeln, mit dem man heute mit derartiger Selbstverständlichkeit bombardiert wird. Egal, ob wir von Werbung sprechen, auf die man übrigens alle hier aufgezählten Trugschlüsse und propagandistischen Argumentationstricks anwenden kann, egal, ob wir von Politik und Wirtschaft sprechen, egal, ob wir von den sozialen Medien unserer Zeit sprechen. Man stelle sich nur vor, junge Menschen im Teenageralter würden da flächendeckend nur mit den Schultern zucken. Sie würden perfekt die schmutzigen Tricks identifizieren und von ihnen unberührt bleiben. Ah ja, ein Non Sequitur, ein Whataboutismus, ha. Cum hoc ergo propter hoc, ein Red Herring. Nein, danke, aber das ist ein Strohmann-Argument. Viele junge Leute haben heute genau das drauf. Ich sehe das in ihren YouTube-Videos. Denen kann niemand diese lauwarme, gequälte Scheiße auftischen, die da unentwegt aus den Medien trieft. Aber das sind dann alles neugierige einzelne Individuen, die aus eigenem Interesse dieses Wissen erworben haben. Ich selbst bin nicht so smart. Ich habe dafür 40 Jahre gebraucht. Aber ich hätte im Alter von 10 Jahren verdammt gerne einen philosophisch geschulten Lehrer gehabt, der uns die logischen Fallen und Tücken beigebracht hätte, die mit einer propagandistischen Gesellschaft einhergehen.